ergibt zwei ganz existenziell wichtige Dinge für so ein Bienenvolk. Also was der Imker tun muss. Da ist zum einen Auffüttern und zum einen die Varroa-Behandlung. Die zwei Sachen sind existenziell wichtig, damit so ein Bienenvolk über den Winter kommt. Alles andere ist letztendlich Spielkram. Ich schade mir damit selber. Wenn ich die Schwarmverhinderung nicht hinkriege, wie in dem Film, dann habe ich weniger Honig, habe mehr Völker, habe mehr Arbeit. Aber für das Bienenvolk ist das letztlich irrelevant. Varroa-Behandlung und Auffüttern, damit die im Winter genügend Futter haben. Ich klaue denen ja den Honig, muss ich sie also irgendwie wieder mit füttern. So. Varroa-Behandlung habe ich korrekt gemacht, nach Vorschrift. Ich habe auch aufgefüttert nach Vorschrift. Aber jetzt haben wir natürlich wieder so einen Winter, der kein Winter ist. Also wir haben hier jetzt frühlingshafte Temperaturen, die flitzen da rum wie Jeck, sind wahrscheinlich schon alle wieder am Brüten. Jetzt gilt es natürlich zu sehen, ob die noch genügend Futter haben. Und das gucken wir uns an in diesem Film. Bleiben Sie dran. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulich im Garten, Isleschbock. Ich will mir nämlich nachher nicht vorwerfen müssen, nicht alles getan zu haben, was nötig ist, um dass die Völker über den Winter kommen. Jetzt ist das für einen Laien nur sehr schwer abzuschätzen, wie viel Futter da drin ist. Also man hebt die Kiste an, die Profis machen das, die heben die Kiste an und wissen genau, genug Futter. Ich kann das nicht und ich bin ziemlich sicher, jeder Anfänger da draußen, der wird da auch seine Probleme mit haben. Aber ich will jetzt trotzdem feststellen, wie das mit dem Gewicht aussieht. Und dafür habe ich mir so eine Kofferwaage besorgt hier. 5 € bei eBay, nee, bei Amazon, zack, digital. Damit kann man also ziemlich genau feststellen, was so ein Bienenvolk wiegt. Was man dazu noch braucht, sind ein paar Packbänder hier. Sack und Pack. Irgendeine Stange. Ich habe jetzt hier so ein, wie heißt es? So eine Nivellierstange. Und damit werden die Völker jetzt aufgehängt. Und dann kann ich genau ablesen, was die ganze Beute wiegt. Dann brauche ich natürlich noch die Leergewichte. Und dann rechne ich aus, wie viel Futter da drin ist, wie viele Bienen da drin sind, was der Wabenbau ist. Ich kann das also ziemlich genau feststellen. Das ist unumgänglich, um zu sehen, dass die mindestens noch bis Mai durchhalten. Und wie wir das Ganze gemacht haben, das kommt jetzt in dem kleinen Filmschnipsel hier. Also ganz ausgereift ist die Methode noch nicht. Da gibt es mit Sicherheit noch Sachen dran zu verbessern, aber das ist ja auch erst das erste Mal gewesen. Deckel ab, den muss man nicht mitwiegen. Dann werden die Bänder, eins vorne, eins hinten, unter die Beute gesteckt. Ein Helfer dabei kann mit Sicherheit nicht schaden. Der Balken mit dem Haken, da drüber gelegt. Auf der einen Seite ein Bock, ich habe jetzt hier den Einachser genommen. Das geht auch noch eleganter. Die Waage angestellt, auf 0 einpendeln lassen, einhaken. Und damit kann man die ganze Beute hochheben, hebeln. Ich werde mir irgendwann noch Haken besorgen, die ich unten an die Beute einhaken muss. Da muss man die nicht hochheben, sondern nur unten einhaken, hochziehen und das war's. Und der Helfer liest dann das Gewicht ab. Ist eine Sache von einer Minute. Bänder wieder ab. Und schon weiß man ganz genau, was die Beute wiegt. So, damit haben wir also erreicht, dass ich jetzt ziemlich genau weiß, was die Beuten wiegen. Jetzt gehe ich runter. Jetzt wiege ich die Dinger leer. Ich muss ja ausrechnen können, was an Futter und an Bienenmasse da drin ist. Jetzt wiege ich die leer und dann sage ich Ihnen, was die Beuten wiegen oder wie viel Futter noch drin ist. Und dann sagen Sie mir, ob das passt oder nicht passt. Um also nur genau ausrechnen zu können, wie viel Bienen und Futter in dem Waben ist, die Leergewichte. Hätte ich eigentlich direkt von Anfang an machen müssen, um mir auf jeder Zage vermerken müssen, wie schwer die sind, aber nur gut, eine Leerzage, 4 Kilo, der Boden 2,6 und der Deckel ebenfalls 2,6.
Und dann haben wir noch eine ausgebaute Wabe, aber ohne Inhalt. ...8,3 Kilo. So, daraus ergibt sich ein Leergewicht für Einzagenvölker, also Deckel, Zage, ausgebaut mit Boden von 13,56 Kilo, für zwei Zage sind das 21,89 Kilo. Zusätzlich habe ich 2 Kilo Bienen berechnet. Ob das nun 1 oder 2 Kilo ist, ist eine andere Frage. Gut. Volk 1, Jungvolk auf einer Zage, hat ein Gesamtgewicht, haben wir gewogen, hinten von 24,61 Kilo. Abzüglich der 13,56 und der 2 Kilo für die Bienen bleiben 9,05 Kilo übrig. Reicht das? Jetzt kommen drei Wirtschaftsvölker. Das Ergebnis davon ist einmal 12,21, 16,21 und 15,09 Kilo. Also, das, was eigentlich an Futter da drin sein müsste, reicht das. So, dann haben wir wieder ein Jungvolk auf einer Zage mit 9,94 Kilo. Das sieht ganz gut aus, denke ich mal. Aber das letzte, da wo ich dir eben den Film drüber gemacht habe, das ist ja auf zwei Zagen, ist ein Jungvolk. Ich habe nachgesehen, beide Zagen sind ausgebaut. Da komme ich auf läppische 2,5 Kilo, die dann noch an Futter drin sind. Ich nehme an, das dürfte mit Sicherheit nicht bis Mai reichen. So, jetzt habe ich im Vorfeld schon mal versucht, da eine Futterschale reinzustellen, von unten. Bei den Einzagenvölkern, das habe ich einfach vor ein paar Wochen mal gemacht, zur Sicherheit. Bei den Einzagenvölkern hat das auch prima funktioniert. Da hängt die Traube ja relativ nahe nach unten und die haben das Futter auch prima aufgenommen. Dieses letzte Volk, ganz sicher, dieses Zweizagen, Jungvolk auf zwei Zagen, hat das Futter nicht aufgenommen. Das steht also immer noch unten drin, weil die Traube in die obere Zage gewandert ist. Also der Abstand von Bienentraube zu Futter, weil ich nachfütter, ist zu groß. Gestern war ich beim sogenannten Honigschein, also ich bilde mich ja weiter, und da habe ich die Frau Aumeier gefragt. Sie meinte, die Zagen wechseln. Also die mit der Traube nach unten, damit die Bienen näher an das Futter kommen, und die von unten nach oben stellen. Das werde ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall wäre nett, wenn mir mal irgendjemand sagen würde, ob diese Daten, die ich eben genannt habe, ob die ausreichen oder ob ich jetzt dringend Handlungsbedarf habe. Wie gesagt, 9 Kilo für Einzager an Futter und zwischen 12 und 16 Kilo an Futter für Zweizager. Wäre eine feine Sache. Aber was ich ganz sicher jetzt machen werde, ich hätte ein paar Sachen im Vorfeld schon bedenken müssen. Ich werde die jetzt alle wiegen, alle Zagen, die ich irgendwie habe, und werde da hier mit einem Lötkolben das Leergewicht eintragen. Vor allen Dingen, weil die ja von unterschiedlichen Herstellern sind. Die eine ist aus Willig, die anderen sind aus weiß der Geier wo, und aus Aachen habe ich auch ein paar dabei. Wenn das jetzt unterschiedlich Holz ist, sind die auch unterschiedlich schwer. Also das ist eine Sache, die werde ich jetzt sukzessive bei jedem machen. Leergewicht drauf einbrennen. Dann weiß ich in Zukunft viel sicherer und noch genauer, was das wiegt. So, wäre interessant, wie gesagt, wenn Sie mir Ihre Meinung sagen würden. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR Hase. Da sind noch ein paar Filme von mir. Da der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen, weiterempfehlen, Like-Button drücken. Bis demnächst. Tschüss.